Ja, Heiliger Geist, ich gebe das ab an dich, dass du die Führung übernimmst. Du weißt, wer erreicht werden soll, wen du ja erfüllen möchtest mit deiner Heiligkeit, Heiliger Geist, mit deiner Herrlichkeit. Und wir wollen dich, Jesus, anbeten. Und wir möchten Menschen einfach mit vor deinen Thron bringen. Und deswegen möchte ich das sagen, was ich heute auf dem Herzen habe. Und es ist ein Vers aus dem Titusbrief, Kapitel 3, Vers 4 bis 5. Das hat mich irgendwie ja total berührt heute Morgen. Da steht: Als erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig. Nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Halleluja! Und ich finde das so gewaltig, Jesus, dass du so eine Menschenliebe hast. So eine überwältigende Menschenliebe. Und dafür preisen wir dich und wir erheben dich, deinen heiligen Namen. Und wenn ich eins noch weiß, dann ist es, wie du mir begegnet bist, Herr. Und ich glaube, so ist es bei allen, denen du begegnet bist, mit deiner unendlichen Liebe, mit deiner Barmherzigkeit, mit deiner Güte. Ich kann mich an diese Liebe erinnern. Das ist eine Liebe, die habe ich noch nie erfahren, Herr, die du uns schenkst mit deiner Menschenliebe. Und du hast mich aus dem Leben geholt, in dem ich war. Und da war ich alles andere als gerecht und wahrheitsliebend und treu und alles richtig gemacht. Und deswegen liebe ich dich jetzt so, Herr, weil du hast mir gezeigt, wie groß deine Liebe ist und dass du uns nicht um unserer Werke willen begegnest, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern du holst uns genau da ab, mit unseren Fehlern, mit unseren Vergehen, mit dem, was wir nicht richtig gemacht haben, wo wir hingefallen sind, wo wir wieder weggekommen sind vom Weg. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns mit deiner Liebe begegnest und diese Liebe macht frei und diese Liebe überführt auch. Diese Liebe überführt uns. Nicht dein Richten, sondern deine Liebe überführt uns. Deine Liebe, die uns erfüllt und die uns zeigt, wo wir Fehler gemacht haben. Und deine Liebe, die ist so groß, dass wir uns dann anfangen zu schämen und das gar nicht mehr machen wollen, was wir gemacht haben. Deine Menschenliebe ist so groß. Du begegnest uns in dieser Liebe und nicht nach unseren Werken. Und das hat mich so berührt, dieser Vers aus der Bibel. Und ich danke dir, Jesus, dafür. Füll uns mit deiner Liebe, Herr. Ich glaube, nach meiner Bekehrung, wo du mir begegnet bist, wie es hier steht im Bad der Wiedergeburt und mit dem Heiligen Geist. Ja, ich bin in einer Stadt gewesen, das weiß ich noch, und ich habe so eine Liebe gehabt für alle Menschen. Ich hätte sie alle umarmen können in der Fußgängerzone, alle. Und das war deine Liebe. Und das ist deine Menschenliebe. So begegnest du uns allen, egal wo wir stehen. Du überwältigst uns mit deiner Liebe, Herr. Deine Liebe ist so groß. Ich danke dir dafür. Wir preisen dich. Wir strecken uns aus nach dieser Liebe. Wir brauchen mehr von dieser Liebe. Und wir wollen das auch nicht vergessen. Das ist so frisch am Anfang, wenn wir dich kennenlernen. Und dann geht es manchmal weg und dann sind wir wieder hartherzig, vielleicht auch zu anderen und urteilen und vergessen, mit welcher Liebe du uns begegnet bist, Jesus. Mit welcher Liebe du uns vergeben hast, Jesus. Und das wollen wir auch. Wir wollen vergeben. Wir wollen Barmherzigkeit leben. Wir wollen deine Güte leben. Wir wollen deine Gerechtigkeit leben, Herr. Ich danke dir, Herr. Wir preisen dich. Jesus, wir lieben dich so. Wir erheben deinen heiligen Namen. Du bist unser großer König. Du bist die Liebe in Person. Ich danke dir dafür. Und ich möchte, dass das rüber transportiert wird heute aus unserer Anbetungszeit. Dieser Ausschnitt,
dass du uns begegnest, wie es hier steht, im Bad der Wiedergeburt und in der Erneuerung im Heiligen Geist. Halleluja. Wir danken dir, Herr. Amen. Ruma halava sertia ina iu maca danieri antus.